hätte gerne Frau Marianne Hitzler-Winkelried gesprochen. Ja, einen Moment bitte. Dankeschön. Ja, hallo? Einen wunderschönen guten Tag, Frau Hitzler-Winkelried. Schön, dass ich Sie erreiche. Ah ja. Wir hatten am 15.03.2022 online an unserem Gewinne ein Autocom-Gewinnspiel teilgenommen. Und wir haben jetzt für alle Kunden, die daran teilgenommen haben, als kleines Dankeschön ein besonders günstiges Reisehighlight. Das wollte ich Ihnen kurz vorstellen. Lohnt sich da wirklich eine Minute zuzuhören, Frau Hitzler-Winkelried, weil die Betonung liegt auf sehr günstig. Darf ich denn mal fragen, mit wie vielen Personen Sie denn in der Regel mal verreisen, wenn es losgeht? Oh, dann nehme ich meinen Mann mit und wenn es erlaubt ist, Katz. Ja, super, kein Problem. Die dürfen Sie gerne mitnehmen. Katz? Ich habe heute für Sie... Ja, wenn die lieb ist. Ah ja? Und keinen Ärger macht. Ne? Nein, nur wenn, wenn Fremde so aufpassen, dann knallt's. Aber da sind sie auch selber schuld. Oder ja, nicht? Ja, man kommt hier mit, denke ich mal, ne? Für den Transport und so. Ich habe heute nämlich für Sie vorbereitet 2 Hotelgutscheine à 3 Übernachtungen. Gerne können Sie die auch zusammenlegen und 6 Übernachtungen am Stück draus machen, also komplett eine Woche. Die Hotelgutscheine sind immer gültig für 2 Erwachsene und haben eine Gültigkeit bis Ende April 2025. So lang! Sie haben also ja, ist toll, ne? Sie haben volle 3 Jahre Zeit, die Reise anzutreten, brauchen sich also akut nicht beeilen. Angerechnet haben wir dann die komplette Woche zu zweit Europa und deutschlandweit gültig für nur einmalig insgesamt 99 € für Sie beide zusammen. Das heißt, Sie zahlen im Hotel Ihrer Wahl keinerlei Übernachtungskosten mehr, nicht einen Cent. Sie zahlen vor Ort nur noch Frühstück und Abendessen im Hotel und sonst nichts mehr. Ist aber nicht, Sie fahren aber nicht zu der Rosenau. Nö, aber 6 Tage ist doch toll. Und ich habe jetzt noch eine Überraschung. Angerechnet haben wir die komplette Woche zu zweit Europa und deutschlandweit gültig für nur einmalig insgesamt 99 €. Das heißt, Sie können dann aus 1500 Hotels wählen, Frau Hitzler-Winkelried. Da geht's los vom charmanten Landgasthof bis hin zum 4-5-Sterne-Wellness-Luxushotel. Sie können jedes Zimmer wählen, das Ihnen gefällt. Ja? Mit den 99 € ist jede Hotelkategorie bezahlt. Sie könnten also auch gerne mal mit Ihrem Mann in ein schönes 4-Sterne-Wellness-Haus gehen, lassen Sie sich mal richtig verwöhnen und zahlen, wie gesagt, nur noch das Essen. Ah, ja. Was kostet das Essen hinterher? Das Essen, das liegt dran, welche Kategorie Sie buchen. Mein Mann und ich, wir nehmen immer ein schönes 3-Sterne-Hotel, ist genauso komfortabel und luxuriös. Da zahlen Sie zwischen 28 und 34,50 für beide Mahlzeiten, Frau Hitzler-Winkelried. Am Tag oder gesamt? Pro Tag, ja. Hätten Sie aber, ich will schon lang mal ins Rote Herz nach Emskirche, ist da noch was frei? Da gucke ich mal eben rein auf unsere Internetseite, kleinen Augenblick. So, wie heißt der Ort? Emskirchen, 91448. Emskirchen, wo, in welchem Bundesland ist das? Ah, das ist in Mittelfranke, in Bayern. Bayern. Emskirchen, das wird geschrieben E-M-S. Und dann Kirche wie Kirch vom Pfarrer. Ich hab schon Emskirchen. So, dann schaue ich da mal rein, was wir in Emskirchen haben. Naja, Kerl, das soll jetzt eine Baustelle sein. Das ist mal egal. So. Emskirchen. Ich gucke jetzt mal eben da durch. Ja, das ist lieb. Aber wir haben natürlich auch viele verschiedene Hotels um Emskirchen rum, ne? Ja. Oder muss das direkt in Emskirchen sein? Ah, das wäre schon schön. Im Rote Herz heißt es. Hotel Rotes Herz? Ja, so ein Restaurant, eine Gaststätte. Zusammen. Und ein muss Hotel. Ich mal eben gucken. So ein Italiener ist da. Das soll der Hotel Beste sein. Rotes Herz. Rotes Herz. Mal eben suchen. Also das spezielle Hotel habe ich nicht, aber ich habe natürlich in der Region habe ich natürlich viele verschiedene Hotels. Ah, ist bestimmt schon ausgebucht. Ne, nö, ausgebucht ist das nicht.
ausgebucht ist das nicht, aber ich habe alleine 6 Seiten um Emskirchen rum direkt, wo Sie da einbuchen könnten. Ah ja, gibt's da was in der Nähe vom Rewe-Markt, Zwiel? Man muss ja auch gut versorgt sein. Wir haben komplett in ganz Bayern so viele Hotels, ne? Ja. Wie gesagt, die sind alle in dieser Region. Ich gucke jetzt nochmal auf der zweiten Seite. Kleinen Augenblick. Ah ja, und wenn es da nichts mehr gibt, dann nehmen wir auch Berchtesgaden. Berchtesgaden. Da wohnt der Pfarrer. Berchtesgaden. Ah ja, ist alles nicht mehr so einfach halt. So, kleinen Augenblick, Berchtesgaden. Berchtesgaden, habe ich schon gefunden. Berchtesgaden direkt oder Ramsauer Berchtesgaden? Was, das kenne ich gar nicht. Ja, das ist wahrscheinlich ein Ort bei Berchtesgaden, der sucht nur in 2 verschiedenen Regionen da, ne? Ja, und Emskirche gibt's gar nichts. So, Moment, Liste. Also, da gibt's schon, aber nicht das Hotel, was Sie sich jetzt da ausgesucht hatten, ne? Ah ja, vielleicht an einem anderen Datum. Weil das wäre halt schon wichtig. Also das Hotel Rotes Herz ist nicht bei uns in der Kategorie mit drinne. Also das ist nicht bei den 1500 Partnerhotels mit bei. Ja, ist wahrscheinlich, ne? Zu exklusiv. Wenn Sie gerne in ein anderes Hotel gehen möchten, geht das natürlich auch. Ich schaue nochmal die Seiten durch in Berchtesgaden. Das wäre nicht schlecht. Ja, da habe ich natürlich viel. Da habe ich Otto Beuren, da habe ich Plön, da habe ich Waffenberg, da habe ich Suhl. Waffenberg! Alles hört sich ja ziemlich kriegstreiberisch an. So, was haben wir noch? Bad Windsheim habe ich auch. In Emskirchen? Singelei habe ich. Warmensteinach habe ich auch. Das ist ein ganz tolles Hotel im Fichtelgebirge. Ah nein, da sind wir zu viel Bäume. Ich will nach Emskirche. Ich will noch ein paar Backsteine klauen aus der Ruine. Okay. Sind Sie auch ein Helder? Ich habe jetzt gerade unter Berchtesgaden geguckt. Ich guck mal eben, ob wir da was haben. Sie wollten ja auch nach Berchtesgaden. Ah ja, hinterher. Erstmal müssen wir Fotos von der Schanze machen. So. Da gibt's eine alte Burgruine. Willingen. Was wäre denn mit Willingen? Haben Sie da nicht Lust? Wohnt der Rainer da jetzt? Bornheim, Landshut. Ich hab gefragt, ob der Rainer da jetzt wohnt. So, das kann ich Ihnen nicht sagen, ob der da wohnt. Wer denn? So. Also wir haben um Emstetten rum haben wir was, aber nicht direkt in Emstetten. Nein, Emskirche? Was will ich in Emstetten? Entschuldigung, ich habe mich versprochen. Da ist doch der Amoklauf gewesen, da will ich nicht nach. Das ist ja arg kriminell. So, ich guck da nochmal bei Emskirchen rein. Emskirchen. Also ich habe ganz viele Hotels um diesen Ort herum, aber nicht selber in Emskirchen. Hilft der Adresse weiter? Wenn Sie mir eine Adresse geben? Ja. Ja, sagen Sie mir mal die Adresse von dem Hotel, was Sie in Berchtesgaden hatten Sie jetzt gesagt, oder Emskirchen? Ja, Emskirche, das ist Altschauerberg. 8? Ja. Weiß nicht, ob es schon fertig ist. Aber das soll die härteste Absteige werden. Emskirchen Hotel in Emskirchen. Ich gebe es nochmal ein. Das ist die Rainer Winkler Anstalt. Emskirchen. Rainer Winkler Anstalt? Ja.
Ist das ein Hotel? Ah ja. Da kommen sie alle nah, die ganze Matzke kommen da nah. Da kommt nur Scully, ist da auch schon gewesen. Kennen Sie den? Nee, hab ich nicht. Wir haben natürlich viele Hotels, aber wir haben jetzt natürlich nicht diese Hotels, die Sie jetzt persönlich kennen. Das sind ja private Hotels, die Sie irgendwann mal besucht haben, aber die sind nicht in unserer Hotelliste mit drin. Ah nein, das ist nichts Privates, das ist ja schon im Internet drin. Ist ja weltbekannt. Ja gut, aber... Geben Sie mal bei Google ein, als Schauerwerk 8, da gibt's Millionen Treffer. Also wir haben 1500 Hotels zur Auswahl. Ah, mir reicht eins. Ich will ins Rote Herz zum Gino. Der hat beste Pizza in ganz Mittelfranke. Das habe ich nicht mit dabei, wenn Sie ins Rote Herz da wollen. Dann müssen Sie das privat buchen. Unser Hotel ist da nicht angeschlossen. Ah ja, warum nicht? Nee, weil das Rote Herz nicht in unserer Hotelliste ist. Das ist nicht bei unseren Partnerhotels bei. Also Frechheit, das sage ich Ihnen, Pfarrer. No. Ja, was soll man machen? Aber wir haben natürlich zig andere Hotels in der Gegend. Ich meine, einen Hotelkatalog würden Sie ja auch mitgeschickt bekommen, Frau Hitzler-Winkelried. Soll man mit Samme beim Gino anrufen, ob der das auch akzeptiere, det? Nee, der muss schon partnerschaftlich bei uns angeschlossen sein. Hey, das können wir ja abklären. Ruf den an. Ja, aber dann, nein, also ich kann ja jetzt nicht einen Vertragspartner für Sie finden, damit Sie jetzt einen Hotelurlaub machen können in dem Hotel. Na, wie gesagt, das Geld muss ja fließen. Hotels anbieten, aber das Rote Herz nicht, Frau Hitzler-Winkelried. Ah, das ist, warum sagen Sie immer meinen Namen? Der ist auch so lang wie Ihr Firmenname. Okay. Was sagen Sie denn? Haben Sie denn Lust, sich die Hotelgutscheine zu sichern? Wir legen als Geschenk noch einen Gutschein A3 Tage obendrauf. Das wäre jetzt noch die Überraschung, was ich hätte. Dann wären wir jetzt bei 9 Hotelübernachtungen für nur 99 Euro. Im Rote Herz, ja? Nein, ich sag Ihnen doch, das Rote Herz haben wir nicht bei. Immer noch nicht? Das gibt's ja nicht. Dann müssen Sie das privat buchen. Was ich jetzt wissen möchte, ob Sie denn die Hotelgutscheine haben möchten oder nicht. Wir reden jetzt schon so lang, da hätten wir das ja mal klären können. Ja, ich frage Sie ja, möchten Sie die Hotelgutscheine jetzt haben oder möchten Sie die nicht haben? Weil das Rote Herz habe ich als Hotel nicht mit dabei. Wenn das das einzige Hotel ist, das Sie haben möchten, dann kann ich Ihnen leider nicht helfen. Dann müssen Sie privat über das Rote Herz buchen. Also, was schlechter Service. Wir haben das in unseren Vertragshotels nicht dabei, Frau Hitzler-Winkelried. Wir haben 1500 Hotels, aber das ist nicht dabei. Können Sie die anderen mit aufzählen? Da kann ich mal da was aussuchen. Wissen Sie, wie viele Hotels wir haben? Wir haben hunderte von Hotels. Ich kann Ihnen jetzt nicht jedes einzelne Hotel raussuchen. Die sind auch nicht in Emskirchen direkt, sondern die sind außerhalb, ein bisschen drumherum. Also ich habe Zeit, ich sitze gerade bei der Dialyse. Ja, ich kann jetzt aber nicht mehr so lange sprechen. Entweder, wenn Sie das gerne haben möchten, wenn Sie gerne die Gutscheine haben möchten, dann schicke ich Ihnen die zu. Dann müssten wir uns jetzt über die Bezahlung unterhalten. Wenn das nichts für Sie ist und ich habe das Rote Herz nicht dabei, dann muss ich mich jetzt leider verabschieden. Ja, weil also dann kann ich Ihnen nicht helfen. Ist jetzt gleich Pause oder was? Nein, aber ich muss ja auch weiter telefonieren, ne, Frau Hitzler-Winkelried. Ich kann jetzt nicht, wenn Sie das haben wollen. Der Gino hat die beste Pizza. Bitte? Ich sag, der Gino hat die beste Pizza. So muss ich probiert habe. Ja, ob der Gino jetzt die beste Pizza hat, ich kann es nicht ändern. Wir haben das Hotel nicht, Frau Hitzler-Winkelried. Also, Mensch. Wenn Sie haben möchten, wenn Sie sich ein anderes Hotel gerne aus dem Katalog aussuchen möchten, dann kann ich Ihnen das Ganze gerne zuschicken. Kostet aber, wie gesagt, 99 Euro und werden jetzt 9 Hotelübernachtungen. Ja? Immer nur der Herz aber, ja? Nein, wir haben dieses Hotel nicht. Frau Hitzler-Winkelried, ich muss jetzt ins nächste Gespräch. Ja, ich wünsche Ihnen erstmal an der Dialyse eine gute und ruhige Zeit, dass Sie das hinter sich bringen. Ja, soll man dann nachher noch mal schwitzen? Genau, das machen wir. Ja, ne? Wann soll man noch mal schwitzen? Genau, dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag und alles Gute, ne? Ah ja, bis denn. Ja, tschüss. Tschüss. Oh, ich werde wahnsinnig, ey. Ich hätte gerne Frau Marianne Hitzler-Winkelried gesprochen. Einen Moment, bitte. Danke. Ja, hallo.
Einen wunderschönen guten Tag, Frau Hitz. Schön, dass ich Sie erreiche. Sie haben ja am 15.03.2022 online an unserem Gewinner ein Auto-Gewinnspiel teilgenommen. Und wir haben nochmal für alle Kunden, die daran teilgenommen haben, als kleines Dankeschön für die Zeit und Mühe, ein besonders günstiges Reisehighlight. Das wollte ich Ihnen gerne kurz vorstellen. Ja. Darf ich denn mal fragen, mit wie vielen Personen Sie denn in der Regel mal verreisen, wenn es losgeht? Ja, mein Enkel oder mein Mann. Ja, super. Dann passt das prima. Ich habe heute für Sie vorbereitet 2 Hotelgutscheine à 3 Übernachtungen. Ja. Gerne können Sie die auch zusammenlegen und 6 Übernachtungen am Stück draus machen, also komplett eine Woche. Dann aber nur für einer, oder? Nein, nein. Das ist gültig für 2 Erwachsene und 2 Kinder unter 18. Sie können also Ihren Mann und Ihren Enkelsohn mitnehmen. Und noch einer mehr. Ja, und ich habe auch noch eine Überraschung. Das Ganze ist natürlich 3 Jahre gültig. Sie haben also Zeit, die Reise anzutreten bis Ende April 2025, also volle 3 Jahre Zeit. Das heißt, Sie brauchen sich erstmal nicht beeilen. Ah, das ist ja super. Lohnt sich das, ne, ja das nicht. Ist super, ne? Angerechnet haben wir das Ganze dann für die komplette Woche, für die ganze Familie zusammen, für nur einmalig insgesamt 99 € für alle zusammen, Frau Hitzler-Winkelried. Das heißt, Sie zahlen im Wohnhotel Ihrer Wahl keine Übernachtungskosten mehr, nicht einen Cent. Sie zahlen vor Ort nur noch Ihr Frühstück und Ihr Abendessen und sonst nichts mehr. Und ich habe jetzt noch eine Überraschung. Wenn Sie das Highlight jetzt für die 99 € die 6 Tage toll finden, lege ich aufgrund des Gewinnspiels noch einen Gutschein à 3 Tage umsonst als Geschenk obendrauf. Wären wir, Frau Hitzler-Winkelried, bei 9 Hotelübernachtungen für nur einmalig 99 € und Sie können Mann und Enkelsohn mitnehmen. Und dann muss jeder 100 € zahlen, oder ist das für alle? Nein, nein, insgesamt 99 € für alle zusammen, für 2 Erwachsene und 2 Kinder unter 18. Das ist ja geschenkt. Das ist geschenkt, ne? Das soll ja auch ein Dankeschön sein für die Teilnahme am Gewinnspiel. Normal kriegen die Kunden das nicht so günstig bei uns, aber wir machen jetzt eine Ausnahme. Ich gebe Ihnen 9 Hotelübernachtungen für nur 99 €. Sie können natürlich, Frau Hitzler-Winkelried, auch 3x3 Tage machen, wenn Sie das möchten. Oder Sie legen 2 Gutscheine zusammen und fahren dann nochmal ein zweites Mal. Das können Sie machen, wie Sie möchten. Das heißt, wenn ich Ihnen die Unterlagen zugeschickt habe und die Hotelgutscheine und der Hotelkatalog ist in Ihrem Haus angekommen, brauchen Sie, wenn Sie reisen möchten, uns einfach nur über die Hotline anrufen. Ja? Wir checken dann Kapazität in Ihrem Wohnhotel und wir buchen Sie dann auch kostenlos ein. Das heißt, Sie bekommen dann von uns die schriftliche Buchungsbestätigung und dann kann es auch losgehen. Ah, das ist ja klasse, können wir das gleich buchen. Das heißt, Sie können das alles bequem von der Couch am Telefon machen und wir regeln den schriftlichen Rest für Sie und das Ganze ist natürlich auch kostenlos für Sie. Also jetzt doch kostenlos. Ich dachte, es kostet 100 €. Nein, das kostet 99 €, aber der Service, unser Service ist kostenlos. Das heißt, wenn wir Sie einbuchen, brauchen Sie nichts zu tun. Wir regeln die schriftlichen Unterlagen für Sie. Ah, das ist aber lieb. Ja, das heißt, Sie bekommen dann von uns die schriftliche Buchungsbestätigung zugeschickt. Es wird jetzt, Frau Hitzler-Winkelried, circa 5 bis 7 Werktage dauern, bis alles bei Ihnen ist. Dann bekommen Sie die 3 sofort aktiven Hotelgutscheine plus natürlich dem aktuellen Katalog, aus dem Sie wählen können. Ja. Erst wenn alle reisefertigen Unterlagen in Ihrem Haus angekommen sind, erst nach Erhalt der Unterlagen würden wir dann gern die 99 € einmalig verrechnen. Wie üblich verrechnen wir das Ganze immer über den bequemen Bankeinzug vom Konto oder aber Sie können natürlich auch mit einer Kreditkarte wie Master oder Visa zahlen. Ich würde Ihnen aber immer zum Bankeinzug vom Konto raten, weil hier sind Sie, Frau Hitzler-Winkelried, immer volle 9 Wochen über die Hausbank versichert. Sollte Ihnen jetzt mal irgendwas nicht gefallen, können Sie den Betrag immer volle 9 Wochen grundlos zurückbuchen bei der Bank. Das heißt, Sie bekommen im Zweifelsfall sofort Ihr Geld wieder und brauchen nicht warten. Also ist dann 3 Rücktrittsversicherung. Nein, das ist keine Reiserücktrittsversicherung. Sie haben nur die Möglichkeit, wenn die Unterlagen da sind, wird der Betrag ja erst fällig, wenn die reisefertigen Unterlagen bei Ihnen im Haus angekommen sind. Ja. Aber verrechnen müssen wir es ja irgendwie. Normalerweise machen wir es per Bankeinzug. Oder wie haben Sie sich das vorgestellt, Frau Hitzler-Winkelried? Können wir das jetzt gleich buchen? Also die Möglichkeit, die ich hätte, ich könnte Ihnen auch eine Rechnung reinlegen, dann könnten Sie das selbstständig überweisen. Nein, dass wir jetzt nach dem Hotel gucken. Also der Hotelkatalog ist mit dabei, mit den Gutscheinen, ne? Das heißt, Sie bekommen... Ich muss ja vorher wissen, ob da was ist, was ich brauchen kann.
Also wir haben 1500 Hotels, Europa und Deutschland weit vor Hitzlerwinkelried. Ne, Sie können wählen vom charmanten Landgasthof bis hoch zum 4-5-Sterne-Wellness Luxushotel. Jedes Zimmer, jede Kategorie ist bezahlt mit den 99 Euro. Sie können also sowohl den charmanten Landgasthof wählen als auch das 4-Sterne-Wellness Luxushotel. Ja. Und das Ganze gilt Europa und deutschlandweit. Also Spanien, Italien, Frankreich. Auch noch. Deutschland sowieso. Dann haben wir Österreich, Schweiz dabei. Wir haben Belgien dabei, Polen dabei, Ungarn. Und wir haben Tschechien dabei. Wie gesagt, Sie können in ganz Europa bei uns verreisen. Ja. Und ich finde, 99 Euro für 9 Tage ist natürlich ein super Preis. Ne? Also, so weit wollte ich aber gar nicht fahren. Ich tät gern ins Bayerische. Ja, können Sie ja. Bayern haben wir besonders viele Hotels. Ja, das ist kann gut. Sollen wir mal kurz gucken? Ich gucke mal eben auf die Internetseite, wie viele Hotels ich in Bayern habe. Moment. Bayern. Ich schaue da mal eben rein. Ja, das ist super lieb. Oh, in Bayern habe ich alleine 1450 Hotels. Ah ja, da kann das ja nur klappen. Soll ich nochmal eine Postleitzahl geben? Nee, brauchen Sie nicht. Ich denke mir, da ist alles bei. Ja, das ist 91448 Emskirchen. Da will ich noch. Ah, okay. Ja, jetzt mal gucken. So, ich guck da noch mal rein. Ich habe nur um Emskirchen herum habe ich Hotels. Gibt's da nicht in Emskirchen zentral selbst. Nett, da gibt's doch so schöne Ortschaften. Umliegend habe ich die Hotels. Zum Beispiel Emskirchen liegt ja zentral. Dann habe ich zum Beispiel Markfriebach oder Herzogenaurach, Weißendorf habe ich natürlich, Hessdorf. Ja, also am besten wäre natürlich möglichst was nah dran in der Pinea. Hätten Sie da was? Nee, also in Emskirchen selbst nicht. Da gibt's das Rote Herz, da hätte ich gern mal schlafen. Das soll der beste Italiener sein, den es da gibt. Ja, wir hatten ja vorhin schon mal telefoniert. Ich habe sie jetzt noch mal reingekriegt. Leider habe ich Ihr Hotel nicht da drin. Wir hatten ja schon gesprochen. Ja, warum rufen Sie denn dann nochmal an? Erzähl mal das alles nochmal. Nein. Na doch, das ist das Gleiche wie vorhin. Das Gleiche, wie er gesagt. Ich dachte, jetzt kann ich zum Chino fahren. Nein, sie hat mir vorhin gesagt, sollte sie später nochmal anrufen. Ja, wir hätten sie das Gleiche ja wieder erzählt, wie fein. Und ich kann immer noch nicht zum Gino. Ich liebe den doch so. Dann haben wir für sie leider in Emskirchen nichts. Das ist ja Zeitverschwendung. Ich meine, wir haben ja auch ganz viele andere tolle Hotels. Ne? Ich will zum Rainer. Ja, da kann ich Ihnen leider nicht weiterhelfen. Hin Sie Autogrammkarte? Bitte? Hin Sie Autogrammkarte wenigstens? Nein, tut mir leid, habe ich nicht. Ah, warum nicht? Das gibt's ja nicht. Also ich würde sagen... Was soll ich jetzt machen? Wir können da gar nichts machen. Das Hotel, was Sie haben wollen, haben wir leider nicht. Ah, ist eine Frechheit. Der ganze Tag hier anrufe und da kann ich nicht mehr ins Rote Herz fahren. Wenn Sie aus 1450 Hotels in Bayern gerne was anderes haben würden, dann kann ich Ihnen helfen. Aber das Hotel, was Sie speziell suchen, ich habe noch mal geschaut, habe ich nicht. Will aber zum Chino. Ich habe es wirklich nicht. Da kann ich Ihnen leider nicht weiterhelfen. Können Sie da nicht mal anrufen? Dann wünsche ich Ihnen heute noch einen schönen Tag und erholen Sie sich gut und alles Gute in Ihrem weiteren Urlaub. Ne? Ich habe keinen Urlaub, ich bin krank. Ja, dann werden Sie Frechheit. Ich sag's dem Pfarrer. Also, der hat tatsächlich nochmal hier angerufen. Das gibt's doch nicht.